Das beunruhigte sie. Es störte sie mehr als seine Unentschlossenheit und seine Neigung, Menschen zu benutzen. Stephanie schloss im Juni 68 ihr Studium an der University of Washington ab und es schien, dass dies ein Weg sein könnte, sich aus dieser Romanze zu lösen. Ted hatte noch einige Jahre vor sich und sie würde in San Francisco sein, eine Stelle antreten und wieder unter ihren alten Freunden sein. Die Affäre könnte durch die Zeit und die Entfernung in Vergessenheit geraten, aber Ted hatte für den Sommer 68 ein Stipendium für einen Intensivkurs Chinesisch in Stanford erhalten. Er war nur eine kurze Autofahrt den Highway hinunter von ihrem Elternhaus entfernt und so gingen sie den ganzen Sommer über weiter miteinander aus. Als die Zeit für Ted gekommen war, an die University of Washington zurückzukehren, war Stephanie unnachgiebig. Sie teilte ihr mit, dass ihre Romanze zu Ende sei und ihr Leben in unterschiedliche Richtungen gehen würde. Er war am Boden zerstört. Er konnte nicht glauben, dass sie wirklich mit ihm fertig war. Sie war seine erste Liebe, die absolute Verkörperung von allem, was er wollte. Und jetzt war sie bereit, ihn zu verlassen. Er hatte von vornherein recht gehabt. Sie war zu schön, zu reich. Er hätte nie glauben dürfen, dass er sie haben könnte. Ted kehrte nach Seattle zurück. Er interessierte sich nicht mehr für intensive Chinesen. In der Tat interessierte ihn nur noch sehr wenig. Aber er hatte immer noch einen festen Platz in der politischen Szene. Im April 68 war er zum Vorsitzenden von Seattle und zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der New Majority for Rockefeller ernannt worden und er hatte eine Reise zum Parteitag in Miami gewonnen. Mit dem Gedanken an seinen Bruch mit Stephanie Brooks fuhr Ted nach Miami, nur um zu sehen, wie sein Kandidat untergepflügt wurde. Zurück an der Universität belegte er Kurse, nicht in Chinesisch, sondern in Stadtplanung und Soziologie. Er kam nicht annähernd an seine früheren Spitzenleistungen heran und verließ das College. Im Herbst 68 arbeitete Ted als Fahrer für Art Fletcher, einen beliebten schwarzen Kandidaten für das Amt des Lieutenant Governors. Als es M-Drohungen gegen Fletcher gab, wurde der Kandidat in einem geheimen Ort in einem Penthouse untergebracht. Ted wurde nicht nur Fahrer, sondern auch Leibwächter und schlief in einem Zimmer in der Nähe. Er wollte eine Waffe tragen, aber Fletcher legte sein Veto ein. Fletcher verlor die Wahl. Es schien, als ob alles, worauf Ted gezählt hatte, in sich zusammenfiel. Anfang 69 begab er sich auf eine Reise, die ihm helfen sollte, seine Wurzeln zu verstehen. Er besuchte Verwandte in Arkansas und in Philadelphia, wo er einige Kurse an der Temple University belegte. Doch die ganze Zeit über brannte der wahre Zweck seiner Reise in seinem Kopf. Seine Cousins Alan und Jane Scott, bei denen er in Tacoma aufgewachsen war, hatten es angedeutet. Er selbst hatte es immer gewusst, hatte die Wahrheit gespürt, die in den Erinnerungen seiner frühesten Jahre verborgen war. Er musste wissen, wer er war. Ted fuhr nach Burlington, Vermont, nachdem er die Unterlagen in Philadelphia überprüft hatte. Seine Geburtsurkunde lag dort in den Akten, versehen mit dem grausamen Stempel Illegitim. Er war als Sohn von Eleanor Louise Cole geboren worden. Als Name des Vaters war Lloyd Marshall angegeben, ein Absolvent der Pennsylvania State University, ein Veteran der Air Force, ein 1916 geborener Verkäufer. Sein Vater war also 30 Jahre alt gewesen, als er geboren wurde, ein gebildeter Mann. Warum hatte er sie alleine gelassen? War er verheiratet gewesen? Was war aus ihm geworden? Es gibt keine Informationen darüber, ob Ted versucht hat, diesen Mann zu finden, der aus seinem Leben verschwunden war, bevor er überhaupt geboren wurde. Aber Ted wusste es. Er wusste, dass das, was er immer gespürt hatte, wahr war. Louise war natürlich seine Mutter. Johnny Bundy war nicht sein Vater. Und sein geliebter Großvater war auch nicht sein Vater. Er hatte keinen Vater. Ted hatte Stephanie weiterhin geschrieben, aber es wurde nur sporadisch geantwortet. Er wusste, dass sie für eine Maklerfirma in San Francisco arbeitete. Auf dem Weg zurück an die Westküste war er wie besessen davon, Stephanie zu erreichen. Die Erkenntnis, dass seine Mutter ihn belogen hatte, war keine völlige Überraschung. Es war überhaupt keine Überraschung. Und doch tat es weh. All diese Jahre. Es war ein strahlender Frühlingstag im Jahr 69, als Stephanie aus ihrem Bürogebäude kam. Sie hatte Ted nicht gesehen. Plötzlich war jemand hinter ihr. Jemand legte seine Hände auf ihre Schultern. Sie drehte sich überrascht um. Und da war er. Wenn er erwartet hatte, dass sie sich freuen würde, ihn zu sehen, dass ihre Romanze wieder aufgenommen werden könnte, sollte er schwer enttäuscht werden. Sie war mittelmäßig froh, ihn zu sehen, aber mehr auch nicht.
Ted schien derselbe treibende junge Mann zu sein, den sie immer gekannt hatte. Er war nicht einmal mehr auf dem College eingeschrieben. Hätte sie ihn zu diesem Zeitpunkt wieder aufgenommen, hätte sie vielleicht etwas von seiner Demütigung abmildern können. Aber das konnte sie einfach nicht. Sie fragte, wie er nach San Francisco gekommen sei. Und er war vage, murmelte etwas von Trampen. Sie unterhielten sich eine Weile und dann schickte sie ihn weg. Zum zweiten Mal. Sie hatte nicht erwartet, ihn wiederzusehen. Irgendwie haben die Enthüllung über seine Herkunft und die endgültige Zurückweisung durch die verlorene Stephanie, die 69 so dicht beieinander lagen, Ted Bundy nicht zu Grabe getragen. Stattdessen wurde er von einer Art eisiger Entschlossenheit besessen. Und wenn es ihn alles kostete, er würde sich ändern. Mit schierer Willenskraft würde er die Art von Mann werden, die die Welt und insbesondere Stephanie als Erfolg ansah. In den folgenden Jahren sollte Ted eine fast Horatio Alger-artige Metamorphose durchmachen. Er wollte nicht in die McMahon Hall zurückkehren. Die Erinnerungen dort waren zu sehr mit Stephanie gefüllt. Stattdessen ging er durch die Straßen des Universitätsviertels und klopfte an die Türen der älteren Häuser, die die Straßen westlich des Campus säumten. An jeder Tür lächelte er und erklärte, dass er auf der Suche nach einem Zimmer sei und Psychologie an der Universität studiere. Freda Rogers, eine ältere Frau, der zusammen mit ihrem Mann Ernst das gepflegte weiße zweistöckige Fachwerkhaus in 4143 12. NB gehörte, war von Ted sehr angetan. Sie vermietete ihm ein großes Zimmer in der südwestlichen Ecke des Hauses. Er wohnte dort 5 Jahre lang und wurde für die Familie Rogers eher ein Sohn als ein Mieter. Ernst Rogers ging es alles andere als gut und Ted versprach, bei der schweren Hausarbeit und der Gartenarbeit zu helfen. Ein Versprechen, das er hielt. Ted rief auch Beatrice Sloan an, seine alte Freundin aus dem Yachtclub in Seattle. Sie fand ihn so vor, wie er immer gewesen war, voll von Plänen und Abenteuern. Er erzählte ihr, dass er in Philadelphia gewesen war, wo er seinen reichen Onkel besucht hatte und dass er auf dem Weg nach Aspen, Colorado war, um Skilehrer zu werden. »Dann stricke ich dir eine Skimütze«, antwortete sie prompt. »Nicht nötig, ich habe schon eine Skimaske, aber ich brauche eine Fahrgelegenheit zum Flughafen.« Frau Sloan fuhr ihn tatsächlich zum Flughafen und begleitete ihn auf seine Reise nach Colorado. Sie wunderte sich ein wenig über die teure Skiausrüstung, die er dabei hatte. Sie wusste, dass er nie Geld gehabt hatte und die Ausrüstung war eindeutig eine der besten. Warum er zu diesem Zeitpunkt nach Colorado fuhr, ist unklar. Er hatte keinen Job und nicht einmal die Aussicht auf einen Job als Skilehrer. Vielleicht wollte er auch nur das Skigebiet sehen, von dem Stephanie geschwärmt hatte. Als das Herbstquartal an der University of Washington begann, war er zurück. In einem Psychologiestudiengang schien Ted seine Nische gefunden zu haben. In Kursen wie physiologische Psychologie, Soziopsychologie, tierisches Lernen, statische Methoden, Entwicklungspsychologie, abweichende Persönlichkeit und abweichende Entwicklung erzielte er überwiegend Einsen und ein paar Zweien. Der Junge, der bisher ohne Ziel und Plan gewesen war, wurde nun ein ausgezeichneter Student. Seine Professoren mochten ihn, insbesondere Patricia Lunneborg, Scott Fraser und Ronald E. Smith. Smith, der Ted 3 Jahre später ein glühendes Empfehlungsschreiben für die juristische Fakultät der University von Utah schreiben sollte, in dem es unter anderem hieß: Herr Bundy ist zweifelsohne einer der besten Studenten unserer Fakultät. Ich würde ihn sogar zu den besten 1% der Studenten zählen, mit denen ich sowohl hier an der University of Washington als auch an der Purdue University zu tun hatte. Er ist außerordentlich intelligent, sympathisch, hochmotiviert und gewissenhaft. Er benimmt sich eher wie ein junger Professor als wie ein Student. Er hat die Fähigkeit, hart zu arbeiten, und aufgrund seiner intellektuellen Neugier ist es ein Vergnügen, mit ihm zu kommunizieren. Als Ergebnis seines Psychologiestudiums interessiert sich Herr Bundy intensiv für die Untersuchungen psychologischer Variablen, die die Entscheidungen von Geschworenen beeinflussen. Er und ich arbeiten derzeit in einem Forschungsprojekt, in dem wir versuchen, einige der Variablen, die Juryentscheidungen beeinflussen, experimentell zu untersuchen. Ich muss zugeben, dass ich die Entscheidung von Herrn Bundy bedauere, eine juristische Laufbahn einzuschlagen, anstatt seine Ausbildung in Psychologie fortzusetzen. Unser Verlust ist Ihr Gewinn. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Herr Bundy sich als Jurastudent und als Fachmann auszeichnen wird. Und ich empfehle ihn Ihnen uneingeschränkt. Ted brauchte nichts weiter als seine hervorragenden schulischen Leistungen, um bei seinen Professoren einen guten Stand zu haben. Es war daher etwas seltsam, dass er Professor Scott Fraser erzählte, er sei ein Pflegekind gewesen und während seiner Kindheit in einem Pflegeheim nach dem anderen aufgewachsen. Fraser nahm diese Information als Tatsache an und war später überrascht, als er feststellte, dass sie nicht der Wahrheit entsprach.
Ted war oft in den Kneipen des Universitätsviertels, wo er Bier und gelegentlich auch Scotch trank. In der Sandpiper Tavern lernte er am 26. September 1969 die Frau kennen, die für die nächsten 7 Jahre eine zentrale Rolle in seinem Leben spielen sollte. Ihr Name war Meg Anders. Wie Stephanie war auch Meg ein paar Jahre älter als Ted. Sie war eine junge, geschiedene Frau mit einer 3-jährigen Tochter namens Leanne. Meg war eine zierliche Frau mit langen braunen Haaren. Nicht hübsch, aber mit einer gewinnenden Ausstrahlung, die sie um Jahre jünger erschienen ließ, als sie war. Die Tochter eines bekannten Arztes aus Utah erholte sich gerade von einer katastrophalen Ehe, die gescheitert war, als sie erfuhr, dass ihr Mann ein verurteilter Verbrecher war. Meg hatte sich von ihm scheiden lassen und war mit ihrer Tochter nach Seattle gezogen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Sie arbeitete als Sekretärin an einem College in Seattle und kannte dort niemanden außer Lynn Banks, einer Jugendfreundin aus Utah, und den Leuten, mit denen sie arbeitete. Nach anfänglichem Zögern hatte sie Ted schließlich erlaubt, sie auf ein Bier einzuladen und war fasziniert von dem gut aussehenden jungen Mann, der über Psychologie und seine Zukunftspläne sprach. Als sie ihm ihre Telefonnummer gab, hatte sie nicht wirklich erwartet, dass er sie anrufen würde. Als er es tat, war sie begeistert. Sie begannen eine Freundschaft und dann eine Affäre. Obwohl Ted weiterhin im Haus der Rogers wohnte und Meg ihre Wohnung behielt, verbrachten sie viele Nächte miteinander. Sie verliebte sich in ihn. In ihrer Situation wäre es fast unmöglich gewesen, es nicht zu tun. Sie glaubte fest an seinen Erfolg. Etwas, das Stephanie nie getan hätte. Und Meg lieh Ted oft Geld, um ihm bei seiner Ausbildung zu helfen. Fast von Anfang an wollte sie ihn heiraten, verstand aber, als er ihr sagte, dass dies noch lange auf sich warten lassen würde. Er müsse erst noch viel erreichen. Ted arbeitete weiterhin in Teilzeitjobs und verkaufte Schuhe für ein Kaufhaus und arbeitete wieder für das Sanitätshaus. Wenn er nicht über die Runden kam, half Meg aus. Manchmal machte sie sich Sorgen, dass es das Geld ihrer Familie und die Stellung war, die Ted zu ihr zog. Sie hatte seinen prüfenden Blick in ihrem Haus in Utah gesehen, als sie ihn 69 zu Weihnachten mit nach Hause nahm. Aber er musste mehr sein als das. Er war gut zu ihr und er war Leanne so treu ergeben wie ein Vater. Leanne bekam von ihm immer Blumen zu ihrem Geburtstag und Ted schickte Meg am 26. September eine einzelne rote Rose zur Erinnerung an ihr erstes Treffen. Sie spürte, dass er sich manchmal mit anderen Frauen traf, wusste, dass er gelegentlich mit einem Freund in die Pipeline-Taverne oder ins Dante's oder O'Banion's ging, um Mädchen aufzureißen. Sie versuchte nicht daran zu denken. Die Zeit würde das schon regeln. Was sie nicht wusste, war, dass Stephanie existierte, dass Stephanie in Teds Gedanken lebte, so stark, wie sie es immer getan hatte. Obwohl Stephanie sich erleichtert gefühlt hatte, als sie sich im Frühjahr 69 von Ted verabschiedete, hatte sie ihn nicht ganz fallen gelassen. Die kalifornische Frau, die Ted Bundys Leben so katastrophal verändert hatte, hatte auch Verwandte in Vancouver, British Columbia, und sie hatte sich angewöhnt, Ted anzurufen, um Hallo zu sagen, wenn sie auf ihren Reisen ab und zu in Seattle vorbeikam. Im Laufe der Jahre 69 und 70 ging es mit Ted geradewegs bergauf. Er machte alles, was er anpackte, mit Bravour. Er wurde immer weltgewandter, gebildeter und gesellschaftlich versierter. Er war ein idealer Bürger. Er erhielt sogar eine Belobigung von der Polizei von Seattle, als er einen Handtaschendieb zur Strecke brachte und die gestohlene Tasche ihrer Besitzerin zurückgab. Im Sommer 70 war es Ted Bundy, der ein 3,5-jähriges Kleinkind vor dem Ertrinken im Green Lake im Nordende von Seattle rettete. Niemand hatte gesehen, wie das Kind von seinen Eltern weggelaufen war. Niemand außer Ted, und er war ins Wasser gesprungen, um das Kind zu retten. Ted hielt seine Kontakte zur Republikanischen Partei aufrecht. Er war Bezirksausschussmitglied und engagierte sich im Laufe der Jahre immer stärker in der Parteiarbeit. Für diejenigen, die ihm am nächsten standen, war Meg eindeutig Teds Mädchen. Er nahm sie mit, um Louise und Johnny Bundy in ihrem weitläufigen blau-weißen Haus in Tacoma kennenzulernen, und sie mochten sie. Louise war erleichtert, dass er offenbar seine Enttäuschung über das Ende seiner Romanze mit Stephanie überwunden hatte. Von 1969 an war Meg sowohl im Haus der Bundys in Tacoma als auch in der Hütte, die sie am Crescent Lake in der Nähe von Gig Harbor, Washington, gebaut hatten, ein gern gesehener Gast. Meg, Ted und Leanne gingen oft campen, raften und segeln und unternahmen weitere Reisen nach Utah und nach Ellensburg, Washington, um Teds Highschool-Freund Jim Paulus zu besuchen. Jeder, den sie besuchte, empfand Meg als sanftmütig und aufgeweckt, Ted treu ergeben, und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sie heirateten.